Hallo Shotbox, was geht? Was geht? Wir sind zurück. Es geht weiter im Programm hier. Wir haben gerade den ersten Arena-Orden geholt gestern. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Will mich an nichts ändern. Wo ich jetzt hinlaufen müsste. Den haben wir ja geholt. Da waren wir drin. Ach so, genau. Wir haben Zerschneider bekommen. Und muss ich doch dann irgendwem erstmal beibringen, irgendwie. Und dann. Wurde aktiviert. Muss ich das überhaupt? Ja, wir bringen es mal Nagelotz bei. Wunderbar. Guck mal, die haben ja noch nicht mal die Attacken voll. Müssen wir es ihm auch noch beibringen. Wer weiß, in was für einen Kampf wir geraten. Rudax könnte auch Zerschneider lernen. Aber ich glaube, man muss denen das nicht mal mehr beibringen, ne? Sondern das kann dann immer einfach so eingesetzt werden. Hier waren wir drin und da ging es nicht weiter, weil wir Zerschneider brauchten. In der Traumbrache. Da. Ja. Wonderful. Oh. Oh, Noike, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Stimmt, die haben was von Somnium erzählt, wo wir irgendwas herholen müssen. Dies machen wir. Wo gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört, lass uns nachsehen gehen. Hell yeah. Sonst ist hier auch nichts, ne? Hier noch was Geheimes irgendwie hinterm Haus? Ne. Gehen wir rein. Rein da! Da ist er! Hey! Da haben wir ein Somnium. Los, los, schnell dein Traumdunst aus. Moment mal, was seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasmer. Was wir hier machen? Die Pokémon Somnium und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. In diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Hey! Bittet ihr das Pokémon etwa damit, es den Traumdunst absondert? Wie grausam, wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer, doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Natürlich. Coole ist, dass schon in Rubin und Saphir angesprochen wurde und erst da wurden die Träume eingefügt. Der Dienst ist aber mittlerweile längst abgestellt worden. Was für ein Dienst? Ich weiß nicht mal, was das ist, was für Träume, was man da macht hier. Ich kenne die ganzen Spiele ja noch nicht. Aber ich muss hier erstmal wieder Ludax nach vorne tun gleich. Habe ich hier nur wegen der Pflanzenarena gemacht. Alter, auch noch ein Crit. Aquaknarre. Alter, auch ein Crit. Ich habe ja Rubin und Saphir gespielt, aber das ist ja Jahre. Ja. Für den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen, wie dem auch sei. Jetzt komme ich.
Natürlich. Ich guck mal, ob Grillmark den packt hier. Wieso sind die nicht benannt? Die werde ich ja eh bei der nächsten Möglichkeit austauschen. Also wenn, dann benenne ich halt coole, die auch Chance haben, im Team zu bleiben, ne? Die sind ja jetzt nur Platzhalter hier. Den Grimmer können wir erstmal behalten, weil halt Feuer. Der Brokkoliaffe. Ich reserviere Zekrom. Ich habe jetzt Pokémon Weiß. Auf der Zekrom ist, fängt man in Weiß dann Zekrom und in Schwarz. Reshiram, das habe ich nicht verstanden, warum das getauscht ist. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traum ganz unbedingt. Hey! Bis bald, stößt aber endlich diesen Traumdunst aus. The King, was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Jesus is back. Wir von Team Plasma haben es uns zum ersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entbürdigen Knechtschaft zu befreien, die ihn einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Jesus, der seine Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Jesus, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. Ja. Und in Weiß gibt's Voltolas. Schwarz. Alter, gut, dass ich weiß, Spiel. Voltolas OP. Was war denn das gerade? Der Jesus ist mal da, mal dort. Der war eben doch nicht echt, oder war das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon. Vivien, ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora? Hier passiert. Oh, Vivien. Also, da war zuerst das Somnium, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann. Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnium. Weißt du, und als es merkte, dass Somnium in Schwierigkeiten steckt, hat es seine Fähigkeit eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Ein Traum, der das Somnium rettet. Oh, einen Moment mal. Da liegt ja das. Auch noch ein Geschenk. Das heißt, Jesus steht auch da. Ist das etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschung verenden. Kommt doch nachher bei mir daheim vorbei. Warum schaust du nicht bei Vivien vorbei? Ich werde aber das Pokémon von eben suchen gehen. Oh yeah, brother. So, jetzt erstmal. Pokémoner. Oh nein. Pokémon. Mal wieder Ludax auf die 1. Jetzt fangen wir hier noch was, oder? Beziehungsweise wir gucken noch mal ein bisschen hier rum. Einmal gucken, was hier so spawnt. Boah, doch. Oder. Aber es ist halt auch nichts fürs Team, ne? Ja, gar nichts. Wie viel heilt Heilung ist jetzt die Frage, wenn er es gleich mal schafft. Klatsch, das klatscht gleich zweimal. Aber kein Beifall.
Okay. Rein in den Premierball. Ja. Wunderbar. Alter, geh mir bloß weg, mein Nagelatz. Aber ich muss die alle one-hitten, ne? We need that XP. Einfach ein Ball oder was? Was hier? Da hoch muss ich noch. Dieses Trampogel. Geht es von dem Menü G und Cis, welche einen Tritonus bilden, welcher als unangenehmstes Intervall der westlichen Musik bezeichnet wird. Dieser wird auch als Diabolus in Musica. Höhe der Musikbezeichnung findet sich außerdem an seiner Kampfmusik wieder. Alles klar. Muss mal zum Bahnhof, bis später, falls ihr noch da seid. Was geht am Bahnhof? Eine bessere Hälfte zur Abreise begleiten, alles klar. Dann wünsche eine gute Reise von uns. So, rechts liegt ja nur ein Item, das wissen wir schon. Gucken wir erstmal hier. Da liegt ein Schutz. Und ein Trank. Bis später. Dann war Ordach gerade echt ein seltener Spawn, wenn hier eigentlich der ganze gleiche Scheiß nur spawnt. Aber dann haben wir den auch schon. So, hier geht's halt nicht weiter. Da waren wir schon rechts. Dann gehen wir jetzt in die Hütte. Einmal wieder Pokécenter, ne? Sicher ist sicher. Das neu mit dem Emote-Ding, wenn man Tab drückt, klappt so ein Auswahlfenster auf. Weiß nicht, wovon du redest. Tatsächlich. Da war doch die Schule. Wo war denn die Hut hier von ihr? Ich kann mich an nichts erinnern. Da war doch die die Kampfschule. War das? Was hier? Nee. Es geht. Da gibt es dieses Model, das in letzter Zeit sehr beliebt ist, aber so schön wie Camilla. So stark ist ja auch mit dem Pokémon. Achso.
Ah, hier nicht. Geht hier? Mag's eben feurig, von der trainiere ich nur Feuer-Pokémon. Aber neulich hat mich einer mit seinem Wasser-Pokémon total nass gemacht. Tja. Angelotz an meinem Mülleimer. Da ist bestimmt was drin. Ei. Liegt da? Erdplatte. Noch ein Mülleimer. Auch leer. Aber nicht hier oben drin, oder? Ne, hier war nur die normale Kampfschule. Wo war das denn? Gibt M Mewtwo 1 M2 1 TB für 70 auf Amazon? Warum wird das System neu drauf gespielt? Was? Hier kein Wort. Ach, du hast einen Memtest gelaufen, der fast 4 Stunden gelaufen ist. Zum Glück keine Fehler, aber trotzdem hat er mir 3 GB Speicher freigemacht. Morgen. PC reinstallen, okay. Mewtwo ETB, ich weiß gar nicht, ob ich die hab. Überhaupt Deutsch oder Englisch oder. Ah, guck mal, hier ist es doch. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze, zum Dank habe ich. So eingerichtet, dass du jetzt das Sea-Gear verwenden kannst. Mit Hilfe des Sea-Gears kannst du per Infrarotverbindung drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Mewtwo ETB? Hast du das nicht geschrieben? Oder was bedeutet M.21TB? Ach, so Arbeitsspeicher! Aber hey! Na? Ich habe daraus eine Mewtwo ETB gelesen. Gibst du 70 Euro auf Amazon? Passt doch was! Ich dachte, das war komisch vertippt halt mit irgendwelchen Punkten. Die Flugzeuge und Krankenhäuser haben verbunden, dann steht's aus. Möchtest du die Einstellung wahrscheinlich nicht? Na klar! Schau mal, der Sieger ist jetzt aktiv und der entsprechende Bildschirm erschienen. Wenn du das Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum Sieger durchlesen. Zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gerne ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Willst du dir noch etwas Zeit nehmen? Na gut. Achso, hört man das? Pia ist im Badezimmer duschen und hört da laut Mucke. Die Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf Erinnerungen. Nee? Achso. Nee, ich habe nur Siri. Homepods. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Wenn so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene im Zentrum der einen Region liegt Realität. Spielsynchro ist schon was Tolles. Ich hab's nicht gecheckt. Raumtagebuch, Adressbuch. Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Bei den Freundescode des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch und deine Mail sein oder registrieren in den Foren des Siegers. Okay. Will ich jetzt hier unten was machen? Oh nein. Egal, brauchen wir jetzt nicht, ne? Kann ich den Pokémon schlafen schicken hier? Ja?
Kann ich jetzt irgendwas machen? Ein Pokémon, das du schlafen legen könntest. Na, wunderbar. Dann halt nicht. Kann ich jetzt hier pennen? Keine Ahnung. Jetzt was im Mülleimer. Das kann uns Shadrock dann vielleicht nochmal erklären, oder weißt du, was es hier mit Schlafen und Träumen auf sich hat? Ich kann ja keins reinlegen, hat er mir gerade gesagt. So, und jetzt? Gehen wir weiter. Geht mit dir. Hey, Dan, geblieben. Ist was eine technische Maschine ist? Natürlich. Oh, glitzert mir da etwa ein Arena-Orden entgegen. Das beweist, dass du einiges auf dem Kasten hast. In kommenden Gefahren wirst du bestimmt trotz. Yep. So, da drüben ist er. Wie komme ich zu dem? Gut. Der hat doch bestimmt irgendwas für uns. Ich will es ja schneidern. Nein. Wo, was? Was? Ich kann mich ja nicht so erinnern, was ich gefragt habe. Mit dir reden? Nee. Kann ich da oben langlaufen? Ja, nein. Schade. Na, schmeißen wir mal weiter, oder? Route 3. Eva und Ude. Elelo und Kelelo. York Level 2. God damn it. Yorklef gegen Grillmark tauschen. Den. Man kann den links finishen. Achso, das geht auf beide. Wunderbar. Ich reite das ja. Natürlich nicht. Egal, jetzt könnte ich auch einer schon auf beide machen, dann würde es sowieso passen. Wie viele Level macht er? Von 2 auf 6. Dann gucken wir nochmal eben hier weiter. Was so gibt's? Mhm.
Hey, lass uns wissen, wir einfach. Oh. Schon wieder Fight. Wir müssen 7 TV geändert. Gut oder schlecht oder was genau? Weißt du noch nicht, okay. Ekelhelm! Jetzt auch schon Level 14, der One-Hittet mich doch gleich. Ne, Grimmag rein. Go! Moin, er schon! Ja, der boostet sich komplett. Ich bondete der alles von mir, oder was? Mach mal einen Schaden. Lunastein im Chat. Nudax wieder rein. Bin mir gleich für die Scammer raus. Ich kann immer noch nicht laufen. Ich weiß auch nicht, ob ich Samstag überhaupt kann, weil das wird einfach ein Stück besser. Wenn das wirklich halt gebrochen ist und so weiter, steht halt im Internet 4 bis 6 Wochen. Also, keine Ahnung. Ist halt die Frage, selbst wenn es dann halbwegs wieder geht, ob ich das dann tun sollte, ne? Der ist halt voll fett geschwollen, so ein bisschen kann ich den bewegen, ja. Also ich würde wohl rumhumpeln können, mit Schmerzen so, das ist ja auch nicht das Ding, das könnte ich auch aushalten, aber ich weiß halt nicht, ob das smart ist dann, ne? Also ich muss einfach gucken, wie es dann ist, würde ich sagen. Naja, wie kann man denn einen kleinen Zeh bewegen? Wenn du halt irgendwie die Zehen machst, dann wackelt der so ein bisschen mit. Ich weiß es nicht, ob ich ihn bewegen kann oder nicht. Also nicht so wie den anderen auf jeden Fall. Ich habe nicht aufgepasst hier. Okay, die haben hier das Pokémon geklaut. Ich hole mir erstmal hier noch den Supertrank ab. Gucken wir nochmal, ob hier noch was Neues spawnt. Wahrscheinlich Nagelotz. Ui. Supergor. Geil. One hitte den Tackle? Hoffe nicht. Ah, wunderbar. Ja, habe ich auch gehört. Ich mache aus. Ich hatte noch meine Arbeitsmails hier offen. Das jetzt, kommt jetzt nicht mehr vor. Das war Outlook. Ja, wie gesagt, wir entscheiden das einfach. Freitag. Also das Schlimmste ist auch nicht der Schmerz und nichts, sondern das ist einfach dauerhaft so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein ekliges Druckgefühl drin,
So, als müsste das einmal knacken, so wieder richtig zurecht knacken. So, und das nervt halt beim Existieren einfach. Ich jetzt nochmal erstmal rum, ja. So Druck ziehen, so dass, als würde das einmal richtig knacken sollen. Und das halt so dauerhaft, ne? Gerade abends beim Einschlafen nervt das am meisten. Wunderbar. This will go down. Ich muss auf jeden Fall gleich den Klicker anmachen um 18 Uhr nebenbei, weil ich brauche noch ein paar Catches. Damit ich morgen die... Hä? Habe ich jetzt gerade gegen den Trainer gekämpft? Nee, ne? Muss ich ihn anlabern? Ich muss nochmal hin. Jetzt alles nix. Level ich halt noch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, man wird halt... Sonst hätte ich gesagt, fahren wir mit dem Auto rum. Aber bringt ja nix. Ne? Erstens ist es Hamburg. Zweitens wird ja das meiste in der Innenstadt ablaufen, wo du eh nicht mit dem Auto irgendwo rankommst. Oder halt wirklich Scooter. Oder kann man irgendwie so ein Doppelfahrrad, so ein Zwei-Personen-Fahrrad mieten, ey? Das wär's. Bring Halterung mit und... Dann let's go. Warum nicht auf ein Tandem? Ja, doch, kann ich falten. Ne, Fahrrad fahren kann ich ja. Das geht. Drei Pokémoner. Einmal Nagelotz. Ne, Nagelotz, Philelu und vielleicht jetzt noch ein Dusselgur mit dabei. Ach ja, Yorkliff, vergessen. Ach ich ja. Da reicht uns ein Tackle. So, dann jetzt rein in die Höhle hier. Ja, wir sind hier reingelaufen. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Den stößt man nur auf taube Ohren. Echt lästiger Haufen. Doppelkampf. Oder was? Das ist ja dieses Gear, was ich da jetzt eben freigeschaltet habe. Das weiß ich nicht. Das mit dem Träumen mäßig habe ich noch nicht verstanden. Müssen wir uns nochmal angucken.
Muss ich den anderen jetzt auch noch oder? Warte, du brauchst es nicht zurückgeben. Ist schon traurig. Wir werden nicht nur missverstanden, man stellt sich auch uns auch noch in den Weg. Ihr seid zu zweit und wir auch. Wir demonstrieren euch jetzt unseren Zusammenhalt. Dann erkennt ihr schnell, dass wir im Recht sind. Wunderbar. Muss irgendwann das von denen sein. Ihr seid nichts weiter als Pokémon-Diebe und daher mal lieber ganz still. Wir zeigen ihnen jetzt mal, dass man sich mit Sandkastenfreunden besser nicht anlegt. Muss ich jetzt Doppelkampf machen? Oder spiele ich mit meinem Bro zusammen? Ja, tatsächlich. Ja, wieso habe ich dann nichts gemacht? Jetzt greifen wir den anderen an, weil der würde ihn ja wahrscheinlich down machen. Andere egal was. Alter, Shadow, danke für den Sub und den Support im 84. Monat. Holy shit. Der 84. Monat, der wichtigste Monat. Hupen raus. Frag mich gerade, ob wir irgendwann mal Team Plasma ein Pogo bekommen. Bestimmt auch. Das ist ja ein Forever Game. Irgendwann wird alles kommen. 7 Jahre. Jahre Geld gewastet, Alter, beste Investition deines Lebens, meinst du? Hast dich komisch vertippt. Danke, Shadow, was geht bei dir? Echt lästiger Haufen, was für einen Grund sie auch anführen mögen, den Leuten ihre Pokémon wegzunehmen, also das geht gar nicht. Ihr Trainer, ihr bedeutet die Pokémon doch, achso, ihr beutet die doch am meisten aus. Wieso sollten wir Trainer Pokémon ausbeuten, das ist doch Unsinn. Das Pokémon könnt ihr wieder haben, aber es kann einem nur leid tun unter eurer Tyrannei. Eines Tages werdet ihr eure eigene Dummheit erkennen. Die Trainer bringen das Beste in den Pokémon zum Vorschein. Die Pokémon vertrauen ihren Trainern und wachsen so über sich hinaus. Verstehen nicht, wieso einem die Pokémon leid tun sollten. Du bringst das Pokémon zurück, wunderbar. Bist du entspannt? Wollt nur mal vorbeischauen? Was zockst du momentan? Was macht das Leben? Was macht das Studium? Alter! Giesling! Wann hätten wir den? Ne, oder? Ui! Leute! Holz! Giesling können wir eigentlich im Team behalten, oder? Auslandssemester vorzubereiten, wo geht's jetzt hin? In die Sterne. Geil! Ah, jetzt habe ich ihn weg. Da können wir ja gleich mal, warte. Ah, fuck. Leckt neu auch noch.
Mega nice. Wohin genau geht's, Shadow? Los Angeles. Hier doch noch eine Beere. Die können wir auch noch Ludax geben. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen gucken, ne? Ich studiere keine Psychologie. So, wer möchte denn Easling heißen? Der bleibt bestimmt im Team für immer, oder? Kann der sich nur durch Tauschen entwickeln oder sowas? Hier, nee, ne? Gino also! It's the sound of the Zoops. Danke, Gino, für den Sub im 43. Monat. 43. Monat, der wichtigste Monat, wie alle wissen. Möchtest du Kiesling heißen? Nee, möchte Kiesling Gino heißen und für immer in meinem Team sein, auf jeden Fall, oder? Für diesen Sub. Jinbo. Und sich Zentimeter. Okay. Gino, Jahre alt und heiße Kiesling. So nämlich. Kommt ins Team. EM46, hier Raub gefunden. Und das war's. Spielst du kein Poker Rock? Ich kenne Poker Rock nicht und weiß auch nicht, was es ist. Aber wenn man. Oh, warte, hier muss ich ja noch mit ihm schnacken. Es ist halt kein offizielles Pokémon-Spiel und wenn man im entferntesten Sinne für GPCI arbeitet, sollte man von sowas die Finger lassen. You know? Ein Heilball. Immer das Legendary nach mir. Zekrom hat sich schon Nerub gesichert, aber muss mal gucken, was noch kommt. Voltolos und so soll es noch geben. Obwohl 84 Monate sind eigentlich schon eine gute Argumentation, ne? Jetzt schon die nächste City? Wo ist denn hier ein Pokécenter? Ich sag ja gerade. Ich habe sowieso Bock, die ganzen alten Editionen jetzt einmal zu spielen, die ich halt noch nie. Ich habe die alle halt noch nie gespielt, deswegen wollte ich das irgendwann immer mal nachholen. Und jetzt starte ich hiermit mal und dann mal gucken. Was wird. Ja,
Amsomnium. Hätte das da hinten auch spawnen können im Gras, wenn man lange genug gesucht hätte? Ja, ne? Aber ich meine, gut. Wenn man das Ding im Team haben, eh nicht, ne? Dann entwickelt sich Otaro eigentlich mal. 16 ist doch schon eigentlich relativ high für einen Starter. Bestimmt jetzt. Eiklinge. Auf jeden Fall. Nur, dass er bis dahin kommt, wie weil es nicht durchziehe oder weil ich irgendwann nicht weiterkommen und aufgeben muss. Ah, guck mal, wenn man vom ich sag's ja gerade noch. Vogas! Wie viele Stunden Spielzeit hat so eine normale Edition hier? Ich weiß es nicht. Gegen euch kämpfen? Achso, freiwillig. Na gut. ...42 Tage. Nice Meme. Werd ja nicht hier Pokédex vervollständigen und sowas wahrscheinlich, wenn man es nicht muss. Nur einfach Story durchjagen, ne? Was? Grimmack fährt Attacke ab? Sowas von One-Hit hier. Wann kam das ab? Kam das nicht morgen, das Update oder so? Und ja, Pokémon im Sandkasten? Ich spiel keine Horrorspiele. Amadeus, Amadeus. Oh oh. Veggie Boy. Amadeus, Amadeus. Kann ich rutschen? Alter. Wunderbar. Muss ich ihn auch noch anlabern? Ja. 27. Da kommt Update. Das ist Donnerstag. Ah, hier ist Pokémon Center. Muss man denn neu anfangen oder gibt es dann quasi unseren Spiel? Dann einfach noch. Der sieht doch so aus, als hätte er was hier. Oh, guck mal, da ist ein. Hi! Ah, hier ist Pension, okay. Doch, Ei. Mit euch? Uah.
Hey! Hey! Ja, alles klar. Ich habe gerade meinen Pokémon aus der Pension abgeholt. Das hat neue Attacken gelernt, seit ich das Start abgegeben habe. Man muss aufpassen, ein Pokémon können höchstens 4 Attacken lernen. Guck mal, hier ist auch ein PC. Ah, ne. Doch. Pokémon ablegen. Über Nagelatz ablegen. Nagelatz brauche ich gar nicht, oder? So. Pokémon mitnehmen. Bimbo. Nein. Aber welches Pokémon gebe ich ab? Oder gar keins. Da kann ich aus allen wählen. Will Jinbo da lassen und dann irgendwann abholen, wenn er krass ist? Oder Düsselgor. Das Düsselgor da. Bei der ersten Edition immer Cabado abgegeben und dann irgendwann wieder abgeholt. Okay. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Dann zurück in die City. Geht's hier lang? Da war ich noch nicht, oder? Super Ball, den ersten. Wunderbar. Muss ich jetzt hin? Die Frage. Oh, guck mal, da ist, steht noch einer versteckt. Hinterm Haus. Habt ihr ihn gesehen? Ja, doch bestimmt was. Finsterball. Wunderbar. Hier nach rechts weiter? Vielleicht mit Schneider noch irgendwo. Guck mal, da ist jetzt auf, da war vorher dicht. Oder? Nee. Ja, mach doch. Ich habe keinen Zerschneider mehr.
War, ging's ja noch irgendwo weiter, oder was? Ich hab schon Lilo gefangen? Nee, ne? Warte, gucken wir, wann Tackle überlebt. Dann Crit. Am 19.07. da sein sollte. Oha, was denn? Okay, nee, hier geht's nicht weiter. So, hier liegt es einfach. LED-Trimmer. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich hin muss. Magby! Ach, ich habe doch auch noch hier die Turbo-Treter, Mensch. Und ich tüdel hier rum. Ja. Hier muss ich lang noch. Einfach gerade auch dran gedacht. Gerade jetzt wieder erinnert. Mist, ich wurde beim Content-Strecken erwischt. Oh nö, nicht paralysen. Achso, hat mich paralysiert, so wunderbar. So, was gibt's hier? Nagelätzchen. Hier muss ich mal Jinbo auf die 1 packen zum Leveln, oder? Nurak, halt! Siehst du das dunkle hohe Gras dort? Ab und zu kommt es vor, dass man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig stößt. Sei daher besonders vorsichtig, wenn du dich in das dunkle hohe Gras begibst. Also ich mache mich dann mal auf nach Septerna City. P-Teiler? Keine Ahnung, wie man den herkriegt. Gucken wir, was es hier gibt, oder? Doppelnagelotz. Ab und zu. Ja, okay. Ui, sehr gut. Die Lezeba nehmen wir mit. Wird ein Tackle nicht reichen, oder? Ich hätte lieber Wasserattacke machen sollen, wahrscheinlich. Hm. Wunderbar. What?
Nochmal. Ja, Strategie des Trainers können auch untrainierte Pokémon im Kampf ihre Stärken zur Schau stellen. Ba, ba, ba. Kai Klinge rein. Wunderbar. Gut ruhen. Alles weg, One-Hitten hier, komm. Das fährt die Attacke ab. Welche Genauigkeit hat denn Kaltklinge? Hat schon öfter passiert, ne? P-Teiler wäre halt richtig nice, ne? Wenn den früh kriegen würde. Ich weiß nicht, was stand denn da gerade? Kann ich hier die Info der Attacke irgendwie angucken? Geht hier nicht, ne? Gucken, ob es hier noch was Neues gibt gerade. Ja. Wunderbar. Ach, das wird auch eben gewonnen-hittet hier. What? Okay. Jetzt kommt Jinbo. Kann er überhaupt? Handwirbel. Du bist 26? Reno? Wahrscheinlich, ne? Verdammt. Kann ich ihn noch wieder umbenennen? Müssen wir noch mal genauer nachschauen.
Da reicht auch eine Aquaknarre, oder? Oh, knapp. So, Robustheit. Dann hat er survived. New City. Aber hätte ich doch nur mehr Pokebälle gekauft, dann wäre mir das Pokémon eben nicht durch die Lappen gegangen. Ja. Der Trainer, ich finde ja, Tränke leisten einem auf jeder Reise wertvolle Dienste. Die gehören immer mit ins Gepäck. Sag doch mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drin oder draußen? Draußen! Dinge, die niemand kennt. Und was immer immer? Auch nicht. Er ist auch da. Wenn du hier schnurstracks weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, und wo wir gerade dabei sind, hier, vielleicht hilft dir das ja weiter. Eine Maronbeere. Wunderbar. Mit diesem Moment, dein Pokémon ist wach sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wurde. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Die Arena-Leiterin von Septerna City kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du mit Kampf-Pokémon gegen sie in den Ring steigst, hast du also ganz eindeutig die Nase vorne. Ja. Gab bloß noch keine zu fangen, ne? Hier, Backpackerin. Hallo? Hier würde ich gern wohnen. Die Stadt besitzt genau das richtige Maß an Schlichtheit, um schon wieder als schick zu gelten. Klar! Ja. So. Große Arena. Müssen wir machen. Geht doch nicht einfach so rein jetzt, oder? Hey! N, unser Freund. Mein Anliegen ist es, Dinge zu sehen, die anderen Leuten verborgen bleiben. Ich möchte wissen, wie sich die Pokémon wirklich in ihren Pokébällen fühlen. Ich will wissen, was für eine Art Trainer sich die Pokémon wirklich wünschen. Ich will den wahren Sinn des Trainerdaseins erkennen. Und ich will eine Zukunft sehen, in der die Pokémon glücklich und zufrieden sind. Diesen Wunsch teilst du doch mit mir, nicht wahr? Na klar! Verstehe, dann erlaube mir, an deinem Beispiel zu überprüfen, ob es mir zusammen mit meinen Freunden möglich ist, einen Blick auf eine solche Zukunft zu erhaschen. Kalkling reinhauen. Muss ich ja gleich nochmal wieder ins Pokécenter. Aber irgendwas müssen wir bestimmt eh noch machen. Wir können ja wahrscheinlich nicht einfach so in die Arena rein und machen, ne? Kalkling! Nein! Mudax wurde verwirrt, oh nein. Nein! Bye.
Die Balkal. Den hätte ich auch gerne im Team hier. Oh. Müssen wir dich umbenennen auf 26? Ich habe nur 20 hingeschrieben. Jimbo. Mit den Freunden, die mich im Moment umgeben, könnte ich niemals alle Pokémon in die Freiheit führen. Noch komme ich nicht auf die Formel, mit der sich das Los der Welt ändern ließe. Was ich brauche, ist Macht. Eine Macht, mit der ich die ganze Welt auf meine Seite bringen kann. Riffex, Alter. Hyperball. Reshiram, das legendäre Pokémon, das einst zusammen mit dem Helden die andere Region schuf. Ich selbst werde zum Helden aufsteigen und wir beide werden Freunde sein. Wunderbar. Wollen wir nochmal hier durch? Warum komme ich da nicht durch? Immer noch voll healen und dann rein da. Na, oh, was? Bin mal weg, Fußball schauen, alles klar, Gino. Good luck, have fun. Wer spielt schon? Wir haben 18 Uhr? Oder anderes Fußball? Vergesst auch immer zu rennen, ey. Die ganze Zeit eben auch schon wieder. Oh, das ist gar nicht die Arena hier. Was haben wir hier denn? Unglaublich, ein Blick auf dieses Skelett genügt und ich bin hin und weg. Ach so, okay. Ja, wunderbar. Guten Tag, ich bin Baldur, der stellvertretende Direktor hier. Wir wollen die Gelegenheit vielleicht für eine kleine Führung nutzen. Das wäre zum Beispiel das Skelett hier. Es stammt von einem Drachen-Pokémon. Als es am Himmel seine Kreise zog und die Welt bereiste, muss es wohl irgendwann ein Unglück ereilt haben. Und so ist es dann über die Zeit zu einem Fossil geworden. Der Stein ist einfach die Wucht. Das ist nämlich der Meteorit. Der trägt sicher irgendeine Energie aus dem Weltraum in sich. Das hier ist einfach ein gewöhnlicher Stein. Auch wenn er irgendwo in der Wüste gefunden wurde, ist und bleibt er einfach nur alt und wohl auch wertlos. Wir stellen ihn hier nur deshalb aus, weil er so wunderschön ist. Wunderbar. Das ist die Pokémon-Arena. Im hintersten Winkel der Arena wartet die ebenso starke wie liebenswürdige Arena-Leiterin. Und falls du es noch nicht wusstest, es handelt sich um meine Frau Aloe. Wunderbar. Erstmal den Mülleimer checken. Einmal. Na dann mal rein. In dem Museum wartet die Pokémon Arena auf diejenigen, die sich in Herausforderung stellen wollen. Ich sage dir, man wird dort in diesem Sinne. Vielleicht kannst du hier mit etwas anfangen. Ich kann dann noch Tafelwasser. In dieser Arena gibt es ausschließlich Trainer und Pokémon vom Typ Normal. Erstmal ganz unter uns, diese Pokémon sind ziemlich anfällig gegen Kampf-Pokémon. Und um den Ewigwald tauchen diese Kampf-Pokémon immer mal wieder auf. Und jetzt gebe ich dir noch Wissenswertes über die Arena und auf den Weg. In unserer Pokémon-Arena kommst du voran, indem du die in manchen Büchern versteckten Rätsel löst. Übrigens, das erste Buch in dieser Reihe trägt den Titel Gestatten-Pokémon. Wenn du mal nicht weißt, ob ein bestimmtes Buch zu finden ist, frag einfach herum. Soll ich die Arena jetzt erst machen oder erst Kampf-Pokémon fangen gehen? Dann wird es da doch auch ein Prakti geben, oder? Ja, also schaffen werde ich die sowieso. Werde ich die auch danach noch fangen, ne?
Muss meinem Pia Bescheid sagen. Ich wollte mir gegen 18 Uhr anfangen mit Grillen. Dass ich die Arena noch eben mache. Ne? Ishi? Ist okay, sie hasst mich nur und wird mir niemals verzeihen. So. In Regalfalle knapp ich hier Pokémon Gebäck. Hey. Muss jetzt in der richtigen Reihenfolge lesen, oder was? Nichts Neues, ja. Bestand Pokémon, ja. Buch liegt ein Zettel mit einer Nachricht zwischen den Seiten. Liebe Pokémon-Trainer, hier schreibt der Arenaleiter in Alola. Ich habe in der Bibliothek 4 Zettel mit kleinen Rätseln versteckt. Wenn es gelingt, diese Rätsel zu lösen, dem werden die letzten Endes direkt zu mir führen. Hier für den Anfang das erste Rätsel. Was war das erste Pokémon, dem du hier in der Arena begegnet bist? What the fuck? Ich kann mich doch an nichts erinnern. Ein kleiner Tipp, das Buch mit der Lösung steht in einem Regal in der mittleren Reihe. Nagelotz? Kann sein. Schauen wir mal. In den letzten Seiten liegt ein Zettel mit einer Nachricht. Nun gut, das Rätsel war wohl keine große Herausforderung für dich. Ja. Lass uns also gleich zum zweiten Rätsel kommen. In einem inneren Flammenlodern wild aus dem Kopf viel Rauch. Welches Buch könnte dieser Hinweis wohl zutreffen? Ein kleiner Tipp noch, das Buch liest eventuell gerade jemand. Du hast also einen zweiten Zettel gefunden und suchst nun wieder ein Buch. Was stand in der Nachricht? Wenn im Inneren Flammenlodern quillt aus dem Kopf wie Rauch. Ich lese ja ein Buch über Lebensweise des Floink. Ist das dieses Buch, das du suchst? Na klar! Was? Verdammt. Ein Kopf wie Rauch, was kann das denn sein? Quirtle? Muss ich jetzt von vorne anfangen? Du hast eine Nachricht gefunden und willst jetzt ein Blick in dieses Buch hier werfen. Was stand in der Nachricht? Lokomotiven. Das war ja gemein. Ja. Oh! Ja, Bubungus! Einfach Rampenlichtstunde, die richtig wichtig ist, ne? Hab ich das Shiny noch nicht. Egal, Klicker wird regeln. Let's go. Aus 145 Pokémoner noch fangen. Direkt eine Kalkklinge reinhauen, der. Was ist denn überhaupt mein Bruder? Kann er auch noch ahnen hier gleich. Ja, wieso hat das kein Damage gemacht? Wehrt die Attacke ab. Jetzt keiner irgendwas getroffen oder macht es einfach. Der ist aber Level 17 auch, deswegen oder was? Nee. Hat jetzt mehr Damage gemacht. Warte, ich suche nochmal schnell meinen Brother. Rudi! Oh nein, wo ist denn... Ach da. Ja, das... Alles wunderbar. Alles wunderbar.
So. Hornklinge. Ja. Mal Nachtmacher konnte ja nichts, ne? So, dann schauen wir mal. Echt super, dass du die Zahlen gefunden hast. Hat dich wohl der Ehrgeiz gepackt. Was? Dann folgt mir nur das dritte Level. Erst köcheln, dann backen. Ei, das wird schmecken. Was könnte das sein? Da waren wir doch schon. Ein Cookbook. In diesem Regal aus. Zwei nach hinten, eins nach links, zwei nach vorne, zwei nach hinten, zwei, eins nach links, zwei nach vorne, eins nach rechts und eins nach hinten. Wohin führt dich das? Zwei nach vorne. Eins nach links. Dahin. Oder noch ein Buch. Muss ja jetzt sie sein. Wird sich dir der Weg öffnen, wenn du gegen mich antrittst und siegreichst und Kämpfe gehst? Ja. Wunderbar. Wir sparen nochmal ein paar Klänge auf, weil ich muss gleich nochmal ins Progresscenter, oder? Vom Arena-Leiter. Jetzt ja nix. Null für wen gegen wen? Wie viele Eigentore gab es schon bei der EM? Das muss ja schon das dritte oder vierte sein jetzt. We did it. Wo liegt dein Brief? Aber du hast es tatsächlich bisher geschafft. Du hast somit nicht nur deine Stärke, sondern auch deine Klugheit bewiesen. Ich freue mich schon darauf, dir bald im Kampf zu begegnen. Beste Grüße. In dem Buch war ein Schalter verborgen. Ui. Okay, einmal Pokécenter, Arena-Kampf und dann grillen. Nicht wahr? Und sprinten nicht vergessen. Dann geht es nämlich auch hier.
Ja. Und rein da. Wow. Hallo. Die Türen des Museums, zu welcher Leiterin? Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine mit Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Zwei Pokémon hat sie nur? Angriff sinkt jetzt schon hier. Was soll das? Eine Zornklinge mal raushauen? Wieso habe ich eine Käferattacke? Jo, wunderbar. What the frick? Einfach passt One-Hit. Guck mal da. Wir machen weiter. Oha. Da klinge rein. Die Heimzahlung. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. What? Jetzt bin ich am Sack. Ich verliere. Level 20. Ich verliere wirklich. Verdammt mich nochmal. Latsch. Das war ein Crit! Nochmal rein da! Come on! Öfter jetzt! Jawohl! Jeder Hit zählt! Okay, Willmark. Macht den Damage. Vielleicht kann ich ihn in Brand setzen. Okay. Hab ich denn... Beleber? Nee. Aufwecken. Nee. Komm, setz ihn in Brand. Okay, one hit. Jimbo! Kopfnuss? Hat mir zwar Damage, aber ich bin ja eh ein One-Hit, von daher Hauptsache so viel wie möglich. Alter, Robustheit. Jawohl! Okay. Was haben wir noch am Start? Elitzeba. Vielleicht kann ich es paralysieren hier. Ne, Ladevorgang macht ja nichts.
am Rückzug hiebt. Das war's. Okay, Konfusion, vielleicht. Okay, ich bin down. Ich wollte gerade sagen, vielleicht. Hat mir was geschafft. Nein. Wann ist das letzte Mal passiert? Das war's. Gut. Das war doch eine wunderbare. Ein wunderbarer Part 2. Oder? Dead Run. Den Aslak, ja. Wir gehen grillen jetzt, Leute.